eine sinnvolle Ergänzung zu Studium und Weiterbildung. E-Books sind für mich zurzeit zwei Dinge. Das erste ist, es ist eine große Herausforderung für mich, weil ich zurzeit an einem multimedialen, interaktiven E-Book für Moodle arbeite. Und das zweite ist, E-Books sind für mich auch die Lehrbücher der Zukunft. Eine wahnsinnig tolle Ergänzung zum, unter Anführungszeichen, normalen Buch. Gerade wenn es darum geht, dickere Bücher irgendwo mitnehmen zu müssen, ist das E-Book perfekt, weil man hat am Computer tausende Seiten, die man schnell aufschlagen kann und muss nicht wie früher eine riesige Aktentasche mittragen. E-Books sind für mich eine hochinteressante Möglichkeit, Zusammenhänge dynamisch darzustellen. Das heißt, Dinge, die sich sonst in Bildern, das heißt statisch, eher schlecht erschließen, in einer Art und Weise zugänglich zu machen, wo man die Bewegung sieht, wo man die Dynamik sieht. Das ist gerade in den Systemwissenschaften ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben es hier mit Zusammenhängen zu tun, die sich in der Regel eigentlich nur dynamisch erschließen. Und mit dieser Art der Implementierung von interaktiven, von dynamischen Elementen in einen Text lässt sich eben genau dieser Bedarf hervorragend befriedigen. Als besonders angenehm empfinde ich, dass ich meine Bibliothek überall hin ohne großen Aufwand mitnehmen kann. E-Books werden in der Lehre bestimmt eine ganz wichtige Funktion dort einnehmen, wo es darum geht, Texte rasch verfügbar zu haben, die man nicht in einer größeren Menge ständig kaufen kann und ständig auch mit sich tragen kann. In meinem Bereich sind es vor allem ältere Bücher, die lange nicht mehr im Handel erhältlich sind, die man über E-Book sehr, sehr rasch und gratis bekommen kann. Und dadurch erleichtert es die Lehre sehr, weil man diese Texte den Studierenden sofort und völlig problemlos zur Verfügung stellen kann. E-Books sind für mich ein neues Medium, das Bibliotheken dem Ziel näher bringt, Studierenden an einer Universität eine flächendeckende Literaturversorgung zu garantieren. Überraschend praktikabel und vermutlich auch deswegen immer stärker im Kommen. Persönlich sind elektronische Publikationen für mich kaum mehr wegzudenken. Zum einen nicht aus dem Arbeitsumfeld, hier vor allem mit dem Stichwort multimediale Lehrbücher, aber auch nicht im Privaten, wo ich E-Books wieder sehr gerne verwende, um Belletristik zu lesen. Wir arbeiten aktuell an der Erstellung eines interaktiven E-Books, das eben einerseits Text beinhalten soll, wie ein herkömmliches Buch, das aber andererseits eine ganze Reihe von interaktiven Elementen vorsieht, bei denen nicht einfach nur Filmchen vorgespielt werden oder Audiofiles zum Besten gegeben werden, sondern wo der User tatsächlich aktiv kleine Experimente durchführen können soll. Also wo er wirklich mit kleinen Lehrbeispielen konfrontiert wird, wo Parameter verändert werden können und wo man dann unmittelbar dynamisch mitbekommt, was die einzelnen Veränderungen für Folgen bewirken.